denn los vor meinem Haus? Da muss ich ja mal nachschauen gehen. Nichts zu sehen. Oh. Hallo, liebe Kinder. Ich will euch erst einmal erzählen, wer ich bin. Ich heiße Hinni Hansen und bin hier der Leuchtturmwärter und wohne dort in meinem Leuchtturmwärterhaus. Und wisst ihr, ich muss immer das Licht dort oben im Leuchtturm anmachen, wenn es draußen ganz, ganz dunkel ist. Oder auch, wenn es manchmal ganz nebelig ist, damit die Schiffe auch immer wissen, wo sie langfahren müssen. Oh, oh! Deswegen bin ich eigentlich rausgekommen, wegen diesem Geräusch. Aber es ist nichts zu sehen. Vielleicht war es nur eine Eule oder eine Möwe. Oder vielleicht war es auch der Wind, der irgendwo durchpfeift. Und es kommt ein schwerer, schwerer Sturm auf. Und wisst ihr, wenn ein Sturm aufkommt, dann mache ich auch immer das Licht dort oben im Leuchtturm an, damit die Schiffe wissen, wo sie langfahren müssen. Aber dann fahre ich lieber noch mal schnell in die Stadt, um etwas einzukaufen. Bis gleich. So, dann muss ich ja meine Einkaufstasche noch packen. So, so, Einkaufstasche habe ich. Und dann kann es eigentlich auch gleich losgehen. Na? So, Kinder, jetzt fahre ich schnell in die Stadt. Also, bis später. Tschüss. Wisst ihr, das ist schon ein ganz, ganz altes Auto. Na? Uiuiuiuiui, das hört sich aber gar nicht gut an. Ha, da will ich mal nachschauen. Oh, hallo, liebe Kinder. Ich bin die Susi und bin eine Gurke. Hi, und ich wohne hier im Garten von Hinni, aber noch nicht so lange. Aber der ist ja gerade weggefahren. Ui, mit seinem lauten, alten, knatternden Auto. Aber ich wollte mal schauen, was ich heute so mache. Wisst ihr, mein Freund Manni, der heißt eigentlich Manfred. Hi, ich sage immer Manni zu ihm, ist sein Spitzname. Der wohnt da drüben im Garten. Ich weiß gar nicht, ob er zu Hause ist. Ich rufe ihn mal. Manni? Manni, bist du da? Ja, Susi, ich komme. Ui, Hallo, du, Susi. Hallo, Manni, du bist ja doch zu Hause. Hallo. Du, Manni? Ja? Sag mal, hast du auch gehört, dass der Hinni gerade weggefahren ist? Susi? Ja? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Du hast sein lautes, altes, knatterndes Auto nicht gehört? Nein, aber... Ui. Sag, weißt du denn, wo der Hinni hin wollte? Du, ich glaube, der wollte in die Stadt. Ich habe irgendwas gehört, dass er noch einkaufen wollte. Dann kommt er so schnell nicht wieder. Stimmt. Wisst ihr, Kinder, der Hinni, der kennt uns nämlich noch nicht. Wir wohnen noch nicht so lange hier, wie gesagt. Aber wir müssen ihn irgendwann mal kennenlernen, Manni. Genau, aber du, Susi, was machen wir heute denn? Ich weiß es gar nicht. Wollte dich eigentlich fragen. Ich auch nicht. Komisch. Was ist denn, Manni? Versteck dich. Das war aber ein komisches Geräusch. Susi? Ja? Alles wieder ganz ruhig. Aber so ein komisches Geräusch habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Das hörte sich ja ganz merkwürdig an. Was war das? Ich weiß es nicht. Da ist es wieder. Susi? Ja? Was ist? Ich glaube, das kommt hinter dem Leuchtturm. Meinst du, wir sollten mal nachschauen, was das ist? Schau mal nach, ob da jemand ist. Gut. Was kann das denn wohl sein? Und ich schaue hier vorne. Ich sehe hier nichts. Nein? Siehst du was? Hallo, Susi. Hallo, hihi. Nein. Also hier hinten ist auch nichts zu sehen. Ich höre auch gar nichts mehr. Susi? Ja? Ich schaue mal bei Hinni Hansen hinter dem Haus nach. Gut, mach das. Was könnte das sein? Vielleicht irgendein komisches Tier, was so komische Geräusche macht. Susi, hier ist auch nichts. Vielleicht eine Möwe? Kreischen die so komisch? Nee. Ich glaube, das hört sich anders an. Da ist es wieder. Du, Manni? Ja? Ich glaube, wir haben völlig falsch gesucht. Wieso? Das Geräusch kommt, glaube ich, eher von da hinten, nicht hinterm Haus her. Aber Susi... Was denn? Da hinten ist doch nur das Meer. Stimmt. Du, Manni? Ja?
Du, kann das vielleicht sein, dass das ein Seehund war? Machen die nicht auch manchmal so komische Geräusche? Oh, meinst du? Vielleicht, wenn er noch ganz klein ist. Und vielleicht braucht er unsere Hilfe, dass er so schreit. Sissi? Oh, ja? Und da hinten ist doch auch der Deich. Und wie du sagst, das Meer. Und Seehunde leben doch im Meer. Stimmt. Du, wir sollten mal nachschauen. Und wenn wir auf dem Deich sind, ja? Dann können wir auch viel, viel weiter gucken. Stimmt, dann sehen wir, was es ist. Gut, machen also, wir. Komm, Susi, schnell zum Deich. Bis gleich, Kinder. Tschüss. Du, Manni? Ja? Du sagst, wir sollen auf den Deich? Ja. Ja, aber wie komme ich denn auf den Deich? Mit Anlauf. Mit Anlauf? Ich kann runterrollen, aber rauf? Ja, aber raufrollen geht ja nicht. Nein, das weiß ich. Aber wie komme ich da rauf? Also, ich weiß nicht. Ganz komisch. Oh, hallo. Ich heiße Rudi und bin ein kleiner Seehund. Aber hier waren doch gerade zwei. Wo sind die denn wohl so schnell hin? Hallo, ist hier noch jemand? Hallo. Du, Susi? Ja? Ich glaube, da ruft jemand. Was? Bei uns zu Hause, meinst du? Geh also doch mal ich habe nichts gehört. Na gut, dann schau Hallo, ich mal. Hallo, ich bin hier vorne. Komme schon, ich muss so schnell runterrollen vom Deich. Bin schon da. Ein Seehund, hallo. Hallo, ich bin der Rudi. Hallo Rudi, warte mal kurz. Manni, komm mal schnell nach Hause, der Seehund ist hier bei uns. Susi, ja? Ist der nicht gefährlich? Keine Angst, komm ruhig her. Hast du gehört, Manni? Ja, ich bin gleich da. Schau, da ist er. Hallo. Hallo, ich bin Rudi. Ich bin Manfred, kannst aber Manni sagen. Und ich bin die Susi. Hallo, Susi. Ja, und jetzt ist die Geschichte erst einmal zu Ende. Und wenn ihr möchtet, Kinder, dann könnt ihr das nächste Mal weiterschauen. Genau, am 8.12. geht es denn weiter. Genau, dann seht ihr, was wir dann machen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.